Also, wie Ja. gesagt, mir geht es jetzt darum, was genau bauen Sie da? Ich bin auf einen Artikel gestoßen, auf Ihrer Homepage und darauf gestoßen, dass Sie da vorne zu einer Wohnanlage bauen. Wie schaut die genau aus? Ist die große oder in der kleinen? Es gibt drei einzelne Gebäude. Und gesamt geht 22 Wohneinheiten und 2 Büros. Und sind da auch gemeinnützige Wohnungen dabei oder sind das nur private Wohnungen und Büroräume? Sind nur private Wohnungen, Büroräume. Weil ich alles unterkellert, dann kommt eine große Tiefgarage unter hier. Okay, und der Baustart ist schon erfolgt. Bis wenn so wird das Projekt höchstwahrscheinlich fertig sein? Mal Mitte, also im Sommer 20, sagen wir so. Sind Sie da schon länger am Planen, die Wohnanlage oder? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, genau den Standort bauen? Wenn ich ehrlich bin, bin ich 3 Jahre schon am Planen. Hat viele Verzögerungen gegeben. Ja, wir haben schon vor 10 Jahren das Projekt FITZ schon mal geplant gehabt. Und so habe ich einen kleinen Bezug gehabt zu dem Platz. Irgendwann ist dann die neue apostolische Kirche, jetzt erst das ehemalige Fietz-Areal gekauft und nachher habe ich das Auto als Anwander kaufen können. Dann haben wir darauf geplant und in dem Zuge von der Planung ist auf einmal die neue apostolische Kirche auf mich zugekommen. Die möchten auch bauen, können aber nicht hinter denen, weil die Behörde nicht erlaubt, im Wohngebiet eine neue Kirche zu errichten. Dann haben wir dann halt eine Verhandlung drauf gehabt, dass wir da einen Platztausch machen, einen Grundstückstausch. Die haben mir den Boden ferner gegeben und ich habe das Eck hier, ehemalige Vize-Areal. Okay, also hätten Sie einfach die Chance genutzt zu dem Grundstückstausch, um die Pläne, die Sie schon lange hätten, umzusetzen. Haben Sie das Nein, nicht richtig? unbedingt. Wir müssen neu bauen eigentlich. Wir haben es Okay. komplett neu planen müssen. Okay. Weil an der Albergstraße ist eine Wohnung ja nicht so ideal und jetzt haben wir die zweite Reihe, wo die neue apostolische Kirche gesehen ist vorher. Da bieten sich jetzt natürlich ein Wohnbau an. Sind da einige Wohnungen auch schon vorher weg oder wie hoch ist da die Ja, also Nachfrage? die Nachfrage ist groß. Wir haben über 50% haben wir verkauft.